Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hausbau-Video. Ja, letzten Freitag kam kein Hausbau-Video, einfach weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe jetzt am Mittwoch, ja, ich glaube, es war am Mittwoch, habe ich ein Tutorial hochgeladen und ich hatte freitags keine Zeit. Ich versuche die ganze Zeit, mich daran zu erinnern, was letzte Woche so alles war, aber ja, ich weiß es nicht mehr. Ich hatte aus einem Grund keine Zeit. Ich glaube, dass in der Woche eine Prüfung war. Dass generell meine Woche so ein bisschen komisch aufgeteilt war und ja, da habe ich mir gedacht, okay, wir haben heute eh schon Samstag, Hausbauvideos kommen sowieso immer freitags. Dann werde ich mir jetzt hier nicht noch ein ab. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt werde ich mir hier nicht irgendwie ein abmühen oder was auch immer ich sagen wollte. Ja, deswegen kam keins, dafür kommt es heute. Ja, ich glaube nicht, dass ich so ein Apartment schon mal gebaut habe. Und zwar soll das hier so eine Art 2-in-1-Apartment sein. Also, ihr seht schon, dass ich hier quasi selber den Gang von draußen so ein bisschen erweitert habe, dass es quasi so aussieht, als ob der Gang, obwohl der halt so richtig im Apartment steht, dass der halt auch noch quasi zum Äußeren dazugehört. Wir haben hier Platz für, also in dem Apartment, in dem ich hier gerade die ganzen Wände festlege, haben wir Platz für zwei Sims und in dem daneben für einen Sim. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr hier so ein bisschen mit dem Raumplan noch ein bisschen rumspielt, da ja, kriegt ihr noch ganz, ganz viele andere Sims runter. Und ja, ich glaube, ich werde es irgendwie so 2-in-1 Luxus-Apartment oder sowas nennen. Luxus-Apartment, so eins habe ich schon mal gebaut. Ist auch noch gar nicht so lange her, habe ich schon gemerkt, als ich so ein bisschen auf Namenssuche war. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich hier drauf gekommen bin. Ich glaube, ich wollte einfach nur mal so ein Apartment bauen. Also zum einen so dieses 2-in-1-Apartment, aber vor allem auch in diesem Apartment, weil ich weiß nicht genau warum. Es ist das Hakimhaus 122, das sehe ich gerade zufällig und das nicht allzu sehr verpixelt. Ich finde, es ist ein sehr schwer bebaubares Apartment, denn wir haben hier, also das Apartment hat zwar eine wirklich gute Größe, also es ist relativ groß, aber wir haben halt das Problem, dass wir quasi, es geht sehr weit in das Innere vom Haus rein und deswegen haben wir innen teilweise halt keine Fenster, obwohl wir halt schon teilweise vielleicht so ein paar Fenster brauchen könnten. Ja, das hatten wir hier nicht, aber ich glaube, ich habe es ganz gut gelöst. Also wir haben wirklich überall Tageslicht, außer halt im, ja, im Hausgang oder wie auch immer man den nennen will. Und jetzt hier im Bad, aber ja, wenn es im Badezimmer kein Tageslicht gibt, dann finde ich das nicht allzu schlimm. Wir bauen jetzt hier so eine Art improvisierte Dusche. Ich habe vergessen, von wem ich die Idee habe. Ich habe die auf jeden Fall auf Twitter gesehen und werde hier alles Mögliche einblenden. Ich habe nur den Namen von der Person vergessen. Also ich weiß noch, wie ich an die Info drankomme. Keine Sorge. Der Wohnraum hier ist relativ offen. Also ich kann mir hier vorstellen, dass hier vielleicht eine Studentin drin wohnt oder halt quasi so das, die älteste Tochter von der Frau, die hier daneben wohnt. Und ja, die wollte halt unbedingt eine eigene Wohnung haben und dann hat sich halt die Mutter gedacht, okay, wir können hier noch so ein bisschen mit der Raumaufteilung rumspielen und ja, dann hat sie jetzt hier halt eine eigene Wohnung, die eigentlich nicht so wirklich ihr gehört, aber ja, sie denkt zumindest, es gehört ihr und die ist damit auch ganz zufrieden. Ich habe gerade schon gedacht, dass ich irgendwie ein Video vergessen hätte, aber ich weiß nicht genau warum. Ich habe, glaube ich, die Videos in der falschen Reihenfolge geschnitten und ich habe gerade schon gedacht, dass sie einfach die Hälfte vom Video fehlt, aber dem ist zum Glück nicht so. Ach, ich bin da sehr froh drüber. Denn das Problem ist, ich hätte jetzt tatsächlich keine Zeit mehr, das Video zum einen nochmal aufzunehmen. Obwohl, das würde wahrscheinlich schon gehen, aber dann könnte ich ja das Video nicht mehr nachkommentieren. Und ja, das wäre jetzt auch nicht ganz so schön. Denn also ich habe es letzte Woche wirklich versucht, dieses Hausbau-Video hier nachzukommentieren. Aber ja, dann habe ich das schon anfangs erwähnt, ich glaube schon. Aber dann habe ich irgendwie am Freitag das nicht mehr geschafft, weil ich das Video nicht fertig schneiden konnte. Genau, ich habe am Mittwoch eine Prüfung geschrieben. Am Donnerstag hatte mein Papa Geburtstag und am ja, Freitag hatte ich dann das Video noch nicht fertig und dann wollte ich es eigentlich samstags nachkommentieren. Aber ja, als ich dann samstags dazugekommen wäre, war es auch schon, ich glaube, 16 Uhr und dann habe ich gedacht, nein, ich veröffentliche so spät sowieso nie Videos. Jetzt kann das Video auch noch ruhig eine Woche warten. Ja, da. Es war jetzt ein ganz kurzer Schreckmoment, aber ist ja zum Glück alles gut gegangen. Also ihr seht jetzt hier alle möglichen Aufnahmen, die ich so gemacht habe. Ich muss sagen, ich habe noch gar keine Ahnung, was ich jetzt noch generell dieses Jahr so für Videos bringen werde. Denn ich habe mir für eine ganz kurze Zeit überlegt, ob ich nicht so ein bisschen von dem einen Upload pro Woche so ein bisschen weggehe. Also nicht in noch weniger, keine Sorge, sondern eher in ein bisschen mehr. Denn ich habe ja noch
wirklich einige Grundstücke, die ich noch gar nicht gezeigt habe. Also ich glaube, wenn ich glaube, das habe ich auch letztes Jahr schon gesagt, wenn ich jetzt dann so alle 2 Wochen ein Hausbauvideo bringen würde, dann hätte ich auf jeden Fall noch genügend für dieses Jahr und auch genügend für nächstes Jahr. Denn ich habe in den letzten paar Monaten, ich habe sehr viel gebaut, vor allem in den letzten paar Tagen auch. Also ich habe keine Ahnung, woher jetzt diese plötzliche Baubahn schon wiederkommt. Den habe ich ja hin und wieder mal. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall in den letzten Tagen was gebaut und dann habe ich noch so ein paar Grundstücke, die habe ich nicht weitergebaut, die muss ich auch noch irgendwann bauen und ja, es sind sehr, sehr viele Dinge, die ich noch geplant habe, auch von den Tutorials her. Also das wird jetzt nicht das letzte gewesen sein. Ich bin übrigens sehr froh, dass dieses Video schon, also ich würde schon sagen, es kam gut an. Es hat zumindest niemand gesagt, Simone, deine Tipps sind scheiße, die braucht niemand. Da ja, bin ich sehr froh drum. Ich glaub tatsächlich, dass es wirklich so ein paar Leuten was gebracht hat und dann ist ja auch mein Auftrag damit schon erfüllt. Jedenfalls, um wieder so ein bisschen zu dem Apartment hier zurückzukommen, sind wir jetzt hier in dem ja, großen Gemeinschaftsraum. Ich muss dazu sagen, der war echt eine ganz schöne Herausforderung. Ich weiß nicht mal so genau warum. Irgendwie ist es mir echt schwer gefallen, hier alles so wirklich einzurichten. Normalerweise mache ich das immer ganz gerne und ich sehe gerade, dass ich da vergessen habe, einen so Zahnputzbecher zu löschen. Na, da werde ich nicht dran denken. Ich habe das Grundstück nämlich gestern schon hochgeladen. Ja, also falls euch sowas Kleines auffällt, könnt ihr gerne löschen. Ich habe es nämlich vergessen. Und was vielleicht auch auffällt, ist, dass hier so ein paar, ja, Fotografien hängen. Also vielleicht wurden die Bilder von der, also ich habe mir das hier in dem Apartment so gedacht. Ich muss da ein bisschen weiter dazu ausholen. Hier wohnt quasi eine kleine Familie drin und mit Mutter ohne Vater. Ich weiß nicht genau warum. Ich glaube, ich wollte einfach nur was anderes als die typische Familienkonstellation bauen. Also Mutter mit ihrem Sohn, die wohnen hier in dem Apartment und die Tochter wohnt im Apartment gegenüber. Vielleicht haben sich ja die Kinder da so ein bisschen gestritten, wer jetzt welches Apartment bekommt. Und ja, da hat der Jüngere von denen wahrscheinlich verloren und jetzt muss er hier noch mit seiner Mutter zusammenleben. Und ich kann mir vorstellen, dass die Mutter früher vielleicht Model war und jetzt vielleicht sogar schon irgendwie, ich weiß nicht, wie man das sagt. Ich meine, Models treten ja nicht zurück, aber ich meine, die hören halt einfach irgendwann auf. Aber gibt es dafür einen Namen? Ich weiß nicht genau, ob es dafür einen Namen gibt. Aber auf jeden Fall hat sie aufgehört mit Modeln und ja, lebt jetzt hier mit ihren Kindern. Und vielleicht hat sie sich von ihrem Mann scheiden lassen. Vielleicht war ihr Mann ja auch ihr Manager. Ich weiß nicht, solche komplizierten Familienbeziehungen gibt es ja auch. Und ja, lebt jetzt hier mit ihren Kindern und hat sich dieses Apartment hier gegönnt. Ich weiß nicht, ob man sich solche Apartments noch gönnt oder ob die dafür nicht schon ein kleines bisschen zu teuer sind. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall wohnen die hier. Ich weiß nicht genau, wie es hier damit aussieht, welche Jobs hier wer hat. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Mutter irgendwann mal wieder anfängt zu arbeiten. Dann auch nicht mehr als Model, sondern ich weiß nicht, vielleicht irgendwie in einer Agentur oder als Beraterin oder was auch immer man so nach dem Modelleben noch so für Zukunftsaussichten hat. Ich kenne mich damit nicht aus, ich habe keine Ahnung. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass sie vielleicht hier einfach schon genügend Geld hat und vielleicht jetzt mit keine Ahnung wie vielen Jahren einfach schon nicht mehr arbeiten muss, weil sie ausgesorgt hat. Kann ja auch alles sein. Und ja, die leben jetzt hier und streiten zu ihrem Alltag. Mir ist im Übrigen eine Sache auch aufgefallen. Und zwar habe ich ja, also in diesem Gebäudekomplex im Hakim-Haus, habe ich schon mal gebaut. Und zwar, ich habe das, ich glaube, im Dezember vor 2 Jahren hochgeladen. Und zwar das Hippie-Apartment. Und ich habe in diesem Hippie-Apartment, das habt ihr quasi in dem kleinen Apartment daneben gesehen, da habe ich auch schon so eine ähnliche Wandfigur erstellt. Und zwar also mit dieser Wanddeko aus an die Arbeit und da so ein paar Pool-Lichter rein platziert. Das habe ich auch nicht quasi mir selber ausgedacht. Das habe ich auch irgendwo gesehen. Ich habe noch irgendwo so ganz versteckt im Hinterkopf, weiß ich noch, von wem es kommt, aber es ist irgendwie auch nicht mehr da. Also ich werde mal irgendwie nachfragen, ob sich noch jemand daran erinnern kann, wo ich das gesehen habe. Eigentlich ist es ja schon verrückt, andere Leute zu fragen, woher man seine Ideen hat. Aber ich glaube, dass die Leute zusammen mehr wissen, als ich jetzt hier so weiß. Ja, muss ich mal nachfragen. Auf jeden Fall seht ihr hier immer ganz, ganz viele Sachen eingeblendet und ja, ich werde irgendwie dran denken, das einzublenden, auch wenn ich es jetzt nicht mehr weiß. Ja, wir sind jetzt hier schon im Kinderzimmer, also Kinder in Anführungszeichen. Ich weiß nicht genau, wie alt der Sohn ist, der hier lebt. Also in meinen Gedanken war es mal wieder ein Sohn. Vielleicht so
13 oder 14, kann ich mir ganz gut vorstellen. Und die Tochter vielleicht so 19 oder 20. Wie alt auch immer die Mutter ist, keine Ahnung. Soweit denke ich mir meine Geschichten für Sims tatsächlich nie aus. Jedenfalls haben wir hier in seinem Zimmer sehr viel Rot, sehr viel Schwarz. Er hat sich vielleicht so sein Zimmer selber zusammenstellen dürfen. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, Kinder oder generell Jugendliche haben vielleicht nicht so ein Interesse daran, dass das Zimmer von ihnen so halt aussieht, wie jetzt zum Beispiel das hier aussieht. Ja, ich weiß nicht, aber vielleicht ist er ja da so ein bisschen beeinflusst von seiner Mutter und findet sowas vielleicht auch immer ganz interessant, genauso wie ihr Zimmer. Das finde ich auch sehr schön, trotz des knalligen Rots an der Wand, aber ich finde es irgendwie ganz passend. Und ich habe gerade schon das Video nachkommentiert und war dann ganz überrascht, als plötzlich das Video zu Ende war. Deswegen kann ich euch gleich sagen, dass ihr euch das Apartment hier runterladen könnt unter meiner ID Simone-Simone. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich habe keine Ahnung, was nächste Woche kommen wird. Da lassen wir uns mal überraschen. Aber vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.